So, das sind wir wieder. Im nächsten Abschnitt unserer Reise. Ich habe ja entweder in der letzten oder in der Folge davor habe ich ja erklärt, warum ich immer nur so maximal zwei Folgen am Stück so hintereinander weg aufnehme. Also ich nehme schon bis, ich sag's jetzt hier, bis einschließlich Folge 50 von 42 bis 50 ist eine Aufnahmesession. Das habe ich alles hintereinander weg aufgenommen, beziehungsweise werde es von meiner Seite aus gesehen hintereinander weg aufnehmen. Aber ich muss halt aus den Gründen, die ich glaube, in der letzten Folge erklärt habe, muss ich das halt immer so einen kleinen Schnipsel aufteilen. Und deswegen mache ich auch ständig Abmoderationen, obwohl es eigentlich immer noch die gleiche Aufnahme ist. Und deswegen fahre ich auch immer so viel rum, ohne in irgendeiner Art und Weise weiterzuspielen. Außerdem muss man ja irgendwie das Let's Play künstlich noch ein bisschen in die Länge ziehen, ne? So, ich wollte mir das nochmal angucken, dass da zurücklaufen kann. Aber das wäre schon ein bisschen sehr fies, oder? Ich muss einfach gucken. Ja, da ist Stopp. Das bedeutet, ich brauche irgendwas. Jetzt habe ich auch noch einen Wackelkontakt drin. Na super! Wartet mal kurz, Leute. Ich muss da mal. Ich muss das mal ein bisschen. So, ich hoffe, jetzt ist es besser. Entschuldigung. Aber das war jetzt nicht zu laut gerade. Okay, das bedeutet aber, ich brauche hier hinten ein Ding. Das heißt, ich muss da hinten halt eine Verbindung suchen. Die hier zum Beispiel. Die ist es halt zum Beispiel nicht. Die kann es nicht sein. Weil ganz egal, was ich mache, ich kann das nicht dementsprechend ausrichten. Aber ich muss schon danach gehen, dass ich irgendeine Verbindung habe, die tatsächlich da hinten dann auch zu dem Holz führt, ne? Und darauf muss ich alles andere ausrichten. So, die hier könnte es sein. So. Genau, das heißt nämlich, wir müssen hier über die Mitte kommen. Hier jetzt was über die Mitte. Wie wäre es denn zum Beispiel damit? Das sieht doch ganz gut aus. Das Öl jetzt bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn ich mir sicher bin, dass das funktioniert, dann müssen wir den Hebel umlegen. Okay, jetzt muss die Barriere runter. Schatulle. Es hat was. Übrigens, ich weiß ja nicht, ob es irgendjemanden von euch interessiert, aber ich habe jetzt angefangen, die Rückkehr eines alten und damals doch relativ beliebten Let's Plays auf den Kanal vorzubereiten. Da gibt es nämlich neue Inhalte, beziehungsweise ich habe jetzt endlich Zugang zu den neuen Inhalten, die es tatsächlich schon seit einiger Zeit gibt. Das nur so als kleiner Teaser am Rande.
Es dauert noch eine Weile, bis ich das vernünftig vorbereitet habe, glaube ich. Ich wollte es nur einfach mal in den Raum geworfen haben, weil ich gerade nichts Besseres zu erzählen habe. Eine Schlange. Das ist das Teil, das Trinity noch fehlt. Das ist, glaube ich, das drittlängste Projekt auf dem ganzen Kanal. Ich glaube tatsächlich nur Witcher und Skyrim haben noch mehr Folgen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Du hast das aber gerade nicht nach mir geworfen, oder? Ich will auch noch selber laufen hier. Verdammt! Mach das sowas nicht! Geh aus dem Weg! Ich kletter mir hier hoch. Hört auf mich zu schießen! Das dürfen die doch nicht! Oh, da schießt er noch weiter! Erstens, au. Zweitens, du meine Güte. Falls möglich, geh zurück. Ucho muss dich etwas fragen. Ein Gefallen, glaube ich. Okay, ich komme zurück, so schnell ich kann. Drittens, wo zur Hölle bin ich jetzt? Ich bin unter der Stadt, ne? Das hat auch was, das ist irgendwie cool. Kann ich mich hier jetzt wieder frei bewegen? Vor allem, wenn ich dann irgendwann hier die Möglichkeit habe, weitere Quests anzunehmen, werden mir die dann hier auch angezeigt? Ich bin halt immer noch am Überlegen, wie kommen wir da hin? Ich meine, hier ist ja noch Nebel. Ne, vielleicht kommen wir von der Seite hier nochmal irgendwie hin. Ja, hier oben drüber zum Beispiel, da sind wir ja auch noch nicht hingekommen, ne? Na gut. So, Ucho will uns sehen. Was eine Zeitung, um darauf hinzuweisen, dass ich keine Ahnung habe, wer Ucho ist. Hallo. Ich muss wahrscheinlich da oben hin jetzt, ne? Ja, ich muss tatsächlich da oben hin. Ich bin schon ein bisschen irritiert davon, wie viel Unterschied da schon wieder ist zwischen... Die Aufnahme doch gerade erst gestartet. Also wenn ich jetzt stehen bleibe, jetzt... Jetzt bleibt Lara auf dem PC stehen. Das ist schon wieder ein gewaltiger Unterschied.
Das gefällt mir überhaupt nicht. Muss ich eventuell nach dieser Folge schon die nächste Unterbrechung machen? Das wird's belasten. Onuratu, Sie haben Ätzli gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen. Es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das? Oh. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Ätzli gefangen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Ätzli, dann suchen wir die Schatulle. Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle. Ist das ein neuer Ort hier? Nein, hier waren wir schon mal. Ne? Aber hier ist ein Questgeber neu. Guck mal. Da. Eine Mission verfügbar. Achso, hier. In der Nebenhöhle. Ja, okay. Hey Laura, hast du mal kurz Zeit? Komm rüber, wenn du Zeit hast. Uchu möchte dich was fragen. Alter, ich stehe direkt vor dir. Uchu und ich haben nur geplaudert und... Uchu, was gibt es denn? Der Tag von Ätzlis Krönung rückt näher. Er wird bald ein Mann sein und die ersten Schritte auf seinem Weg zu Paititis künftigem König machen. Klingt, als würdest du diesen Tag herbeisehen. Die Hoffnung auf diesen Tag lässt uns weiter gegen Amaru und seinen Kult kämpfen. Wir alle müssen uns manchmal daran erinnern, wofür wir kämpfen. Kann ich irgendwie helfen? Als Ätzlis Vater Sairi starb, ließ Onuratu mir die Ehre zuteil werden, sein Ersatzvater zu sein. Ich muss 3 heilige Gegenstände für die Zeremonie besorgen. Doch bei allem, was gerade los ist, schaffst du es nicht. Um welche Gegenstände geht es? Das Amulett des Retters, den Meisterbogen und das Königshorn. Durch sie segnen die Ahnen den künftigen König. Sag mir, was du brauchst und ich sehe, was ich tun kann. Ich habe schon Männer losgeschickt, um das Amulett und den Bogen zu besorgen. Wenn du jetzt noch bei Kabil, dem Instrumentenbauer, das Königshorn abholen könntest, wäre das eine große Hilfe. Er war schwierig, 2 Boten sind gescheitert. Vielleicht kannst du mit seiner Frau reden. Ich glaube, das kriege ich hin. Vorsicht, Kabil ist manchmal etwas gereizt, aber seine Frau Abra kann die Wogen glätten. Abracadabra! Okay. Dann gehen wir mit Kabil reden. Wo ist Kabil? Da ist Kabil. Weil bei allem, was gerade los ist, hat er keine Zeit dafür. Deswegen machen wir das. Genau. Wir haben nämlich die Zeit. Die Welt dreht sich nämlich um uns. Das bedeutet, dass wir festlegen, wie viel Zeit wir haben. Ist das nicht eine coole Sache? Zack. So. Okay, da komme ich nicht durch. Hallo Kinder. Ich finde das interessant, dass ich mich hier jetzt wieder frei bewegen kann, ohne dass ich irgendwie aufpassen muss, dass ich
den Kultisten in die Arme rennen oder irgendwie was in der Art. Das ist jetzt nicht unbedingt das Immersivste. Vater, Vater, komm schnell! Die Ichik! Was willst du? Wir haben jetzt keine Zeit für Honoratus Rebellion. Bist du Kabil? Uchu schickt mich wegen des Königs. Des Königshorns? Den Ruf an die Zukunft? Sieh doch, was die Zukunft meiner Gegenwart gebracht hat. Geh einfach. Der Kult fand heraus, dass Vater das Horn macht und hat zur Strafe die Pflanzen vergiftet. Mama wurde krank. Mein Bruder Quali sollte auf dem Markt Kräuter holen, aber er ist noch nicht zurück. Das ist furchtbar. Ich versuche, deinen Bruder zu finden und die Kräuter zu besorgen, die du brauchst. Danke. Also zum Markt gehen. Weißt du das von Quali schon? Nein, was ist denn? Kukulkans Männer haben Abra vergiftet. Quali wollte die nötigen Kräuter stehlen, damit sie gesund wird. Wieso vergiftet? Anscheinend arbeitet Kabil mit Unuratu und den Rebellen zusammen. Können wir uns kurz unterhalten? Verzeihung. Ah, Ishik, wie kann ich dir helfen? Ich suche Quali, den Sohn von Kabil. Oh, der arme Junge. Chimai, einer von Kukulkans Männern, hält ihn oben am Markt in einer Zelle fest. Jetzt wartet er auf den Au wegen der Strafe. Danke. Alles Gute, Ishik. Oben am Markt, okay. Also weiter nach oben. Mieser Dieb, du solltest doch den Mund halten. Bitte, ich habe die Kräuter für meine Mutter genommen. Sie ist krank. Hallo. Ein Kräuterdieb. Ist bestimmt sehr gefährlich. Heute ein Diebstahl, morgen ist es ein Mord. Ein großer Sprung, findest du nicht? Willst du wirklich wissen, was ich denke? Wir sollten die kleinen Ratten alle zusammentreiben und ertränken. Jeder einzelne. Vor allem Jomil. Sein Vater mag eine Schlangenwache sein, aber er nicht. Wer ist jetzt schon wieder Jomil? Der Dieb muss bestraft werden. Los jetzt, Teufels! Daneben. So? Hallo. Hey, du bist Ishik von den Fremden, stimmt's? Ja, freut mich, dich zu treffen. Wow, cool. Ich bin Jomil. Was ist denn das für ein Spiel, Jungs? Cool, dass er das Wort cool kennt. Es ist kein Spiel. Mein Vater ist eine Schlangenwache, ein Priester. Ich habe sein Messer genommen, um es meinen Freunden zu zeigen. Und Chimai hat's gesehen. Chimai weiß, was mein Vater mit mir machen würde. Und hat das Messer darauf geworfen. Er steckt fest. Oh, vielleicht kann ich was tun. Wow, wirklich? Danke. Wo hat er das Messer raufgeworfen? Noch einen höher. Oh, aber ich weiß, wo ich jetzt bin. Und jetzt wissen wir auch, warum dieser Vorsprung hier ist. Ja. So, ich dachte, wir hätten wieder einen Dings-Eintrag. So. Danke, Ishik. Gern geschehen. Hey, Moment mal. Die Erwachsenen hier verjagen uns immer. Du hast uns geholfen. Was willst du? Ruhe, ich rede mit ihr. Gut, was willst du, Ishik? Also, können wir zum Dank irgendwas für dich tun? Ich möchte Quali helfen. Du kommst zu spät. Er wurde zum Tode verurteilt. Wir können nichts tun. Und Chimaye, die Wache, hasst dich. Würde Chimaye dich verfolgen, wenn du ihn ärgerst? Warum? Wenn er nicht auf seinem Posten ist, kann ich zu Quali. Klar, das ist gut. Oh, sag Quali, wir treffen uns in der Höhle. Er weiß, wo das ist. Dort ist es sicher für ihn. Mach ich. Gehen wir. Asto, Raimi, mir nach. Samin, du deckst uns. Und danach zur Höhle. Zurück, Ishik. Wir machen dir den Weg frei. Volksbanken und Raiffeisenbanken. Du musst dein Sklave enden. Spüre meine Klinge. Ja, und Lama-Köttel sind köstlich. Bitte, es waren nur Kräuter. Gott, ist der dumm. Sag mal. Dein Bruder hat mir von dir erzählt. Wer bist du denn? Das hätten wir jetzt nicht mal selber jemand machen müssen. Jemand, der helfen will. Er hätte einfach aufstehen können. Du hast doch nicht gewollt.
Ich wollte nur, dass meine Mutter wieder gesund wird. Wo sind die Kräuter? Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Danke. Hier sind die Kräuter. Ich renne so schnell ich kann. So, und damit jetzt wieder zurück, oder was?